Warum brauche ich eine eingetragene Marke? Was ist ein Unternehmenskennzeichen und was ist eine Benutzungsmarke? Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Freischirm und Partner, und in diesem Video geht es darum, warum man eine eingetragene Marke braucht und was ein Firmenkennzeichen ist und was eine Benutzungsmarke ist. Im Prinzip kann man aus einem Namen gegen Wettbewerber auch ohne eingetragene Marke vorgehen, und zwar in erster Linie aus zwei verschiedenen anderen Schutzrechten, nämlich dem sogenannten Unternehmenskennzeichen und der sogenannten Benutzungsmarke. Was ist ein Firmenkennzeichen? Wenn ich zum Beispiel eine Marimba GmbH habe, die Tanzstunden anbietet und dies deutschlandweit tut, dann habe ich auf das Kennzeichen Marimba ein Firmenkennzeichen für Anbieten von Tanzstunden. Das heißt, wenn es einen Wettbewerber in einem anderen Stadt gibt, der auch unter Marimba Tanzstunden anbietet, dann kann ich aus diesem Firmenkennzeichen gegen diesen Wettbewerber vorgehen. Ich muss allerdings eben nachweisen, dass ich ein Firmenkennzeichen habe, also in dem Fall habe ich eine eingetragene Firma, und das ist leicht nachzuweisen, dass dieses Firmenkennzeichen irgendwann in dieser Form entstanden ist. Ich muss zeigen, dass ich deutschlandweit angeboten habe und dass es nicht nur ein lokales Angebot ist, sonst habe ich nämlich kein deutschlandweites Verbietungsrecht. Und da fängt es schon an, wie kann ich nachweisen, dass ich deutschlandweit angeboten habe und dass ich deutschlandweit geschäftlich tätig bin. In der Regel muss ich da nämlich Umsätze zum Beispiel nachweisen, und wer möchte schon seine Vertriebsstrukturen oder Rechnungen nachweisen wollen und überhaupt Beweismaterial über zum Beispiel im Vergleich zur eingetragenen Marke, einem Registerauszug aus dem Markenregister, wer will zusätzlich diesen Aufwand treiben? Also diese Nachweispflicht ist der entscheidende Nachteil des Firmenkennzeichens. Weiterhin habe ich natürlich nur Rechte aus dem Firmennamen und nicht aus den einzelnen Produktnamen. Ein Firmenkennzeichen steht natürlich nur für den Firmennamen und nicht für die Produktnamen. Wenn man aus einer Benutzungsmarke gegen Wettbewerber vorgehen möchte, zum Beispiel gegen eine jüngere angemeldete Marke oder eingetragene Marke, dann kann man das schon mal nicht mit dem sehr kostengünstigen Widerspruchsverfahren, weil da als Widerspruchskennzeichen nur Firmenkennzeichen und ältere eingetragene Marken zum Zuge kommen. Wenn ich außerdem aus einer nicht eingetragenen Marke gegen einen Wettbewerber vorgehen will und die nicht eingetragene Marke verleiht mir im Prinzip die gleichen Rechte wie eine eingetragene Marke, dann muss ich nachweisen, dass die Verkehrskreise, also salopp gesagt die Zielgruppe meiner Marke, meine Marke kennt. Das heißt im echten Leben, dass ich eine Bevölkerungsumfrage in der Regel durchführen muss, also deutschlandweit in Fußgängerzonen gehen muss und fragen lassen muss, kennen die Passanten zum Beispiel Marimba für Tanzstunden und verbinden die das mit meinem Unternehmen? Solche Umfragen kosten in der Regel zwischen 15.000 und vielleicht 25.000 bis 30.000 Euro. Und man muss dann einen gewissen Prozentsatz nachweisen. Es gibt da keinen vorgeschriebenen Prozentsatz im Gesetz, aber in der Rechtsprechung hat sich so rausgebildet, 25% sollten es schon sein. Und das ist gar nicht so einfach, dass man eben deutschlandweit nachweisen kann, dass 25% der angesprochenen befragten Leute diese Marke mit meinem Unternehmen verbinden. Also hier auch der entscheidende Nachteil der Nachweispflicht, der umfangreichen Nachweispflicht und sehr teuren Nachweispflicht. Viel günstiger ist es eben, eine eingetragene Marke zu haben. Da sind die Amtsgebühren 290 Euro, und wenn Sie das über einen Anwalt anmelden lassen, zum Beispiel über einen Patentanwalt, dann wird das auch jedenfalls deutlich unter 1.000 Euro in der Regel kosten. Und hier haben Sie dann eben ein eingetragenes Schutzrecht, wo eben im Register genau steht, weiß ich, Marke Marimba ist eingetragen für die Dienstleistung von Tanzstudios. Und wenn Sie aus dieser Marke vorgehen, dieser eingetragenen Marke, haben Sie eben nicht diese umfangreichen Nachweispflichten wie beim Unternehmenskennzeichen oder bei der Benutzungsmarke. Das ist auch der einfache Grund, warum die meisten großen etablierten Unternehmen sich Marken eintragen lassen, weil dann eben die Durchsetzung wesentlich einfacher ist. Ein weiterer Vorteil der eingetragenen Marke ist, dass man eben auf Basis der eingetragenen Marke Lizenz- und Franchise-Verträge aufbauen kann. Das ist eben viel schwieriger bei Firmenkennzeichen oder bei Benutzungsmarken. Und das ist ja auch für viele, die hier vielleicht gerade zugucken, eine interessante Option, die Marke zu monetarisieren, indem man eben Lizenzen vergibt oder ein Franchise-System aufbaut. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video erklären, warum eine eingetragene Marke sinnvoll sein kann.
Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, drücken Sie auf Like. Fragen und Kommentare zu diesem Video beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.